Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Rogue Legacy. Und ja, wir nähern uns langsam dem Ende. Aber vorher möchte ich doch noch ein, zwei Farmruns machen, um noch ein paar Stats zu verbessern. Unter anderem vielleicht mehr Leben und mehr Schaden, dass wir besser durch den Endboss durchkommen. Aber das werden wir ja dann sehen. Und vielleicht noch etwas neue Ausrüstung finden und benutzen. Wobei wir jetzt schon die beste Ausrüstung tragen, die es gibt, die wir haben. Abgesehen von dem Cape hier. Deswegen versuche ich jetzt bei bester Möglichkeit erst einmal Gold zusammenzukriegen. Das dürfte mit einem Barbaren eigentlich gar nicht mal so schlecht gehen. Die offene Tür ignorieren wir jetzt erst einmal. Und gehen einfach erst einmal ein bisschen Geld verdienen. Auf die Rogue Legacy Art. Da unten haben wir schon mal eine Truhe. Aua. Nicht auf die Art Geld verdienen. Na, viel war nicht drin. Ist ja auch nicht weit vom Eingang entfernt gewesen, die Truhe. Nein, erstmal nicht. Erstmal hier oben gucken. Hier sind nur Gegner, wenn ich das richtig sehe. Komm, schieß. Komm, schieß und ich spiele direkt rein. Ja, Pannen und Verhalten. Und hier ist wirklich nichts. Deswegen dash ich hier mal schnell über das Ding drüber. Und dann gucken wir als erstes hier unten lang. Vorbei an dieser cool aussehenden Gatling-Kanone. So. Ich krieg. Ich aber, wollte ich sagen. Und da springe ich wieder in ihn rein. Tisch weg. Du bist ein Doombass. Du bist kurz ignoriert. Jetzt nicht. So. Ah, nicht stehen bleiben. Zombie. Na, warum habe ich den Zombie nicht getroffen? Jetzt habe ich ihn getroffen. Kiste aufmachen. So. Das war die falsche Taste, aber das war trotzdem lustig, mal wieder zu machen. Oh. Bist du ein gutes oder ein böses Bild? Du bist ein gutes Bild. Mit dem Mann auf der Toilette. Eine Truhe bewacht von so einem Vieh. Mit ein bisschen Gold drin. Ja. Ich hoffe mal, dass wir im Wald und so ein bisschen mehr rausholen können. Take no damage. Wow, das hat sogar geklappt. Und wir kriegen die Grace-Rune für die Chestplate. So. Oh. Hm. Gold. Defeat all enemies. Aua, da sind ja zwei von der Sorte. Wir geben wenigstens etwas Gold. Ab und geben uns noch eine Rune. Balance-Rune für den Helm. Hm. Nicht unbedingt nötig. Gucken wir hier lang. Hier ist nur ein Auge. Hier ist gar nichts. Bossraum. Bossraum ist immer gut. Und hier gibt's Gold. Und etwas Mana. Und hier unten ist noch ein Raum. Gibt's hier im Raum was? Nicht so wirklich. Deswegen gucken wir jetzt mal. Hier geht's in die Lands of Darkness. In den Keller also. So. Schicken, dass wir dich brauchen gerade. So. In den Lands of Darkness will ich jetzt nicht unbedingt als erstes.
Nein, vor allem dieser Raum sah mir gerade unheimlich aus. Gehen wir lieber wieder hoch. Der Raum sieht schon besser aus. Aber falsche Taste. Wir bieten und Magier ausschalten. Ja. Zwei Kanonen. So, noch eine Kanone und ein Buchers. Wir sind immer noch bei vollen Lebenspunkten. Das kann sich jedoch schnell ändern, wenn wir in den Wald kommen. Hier gibt es soweit nichts mehr. Den können wir noch erledigen. So. Noch so ein Raum. Das schicken lassen wir mal bei liegen. Für den Fall, dass ich jetzt gleich getroffen werde. Was ich nicht hoffe. So. Du weg, du weg. Langsam werden meine Reflexe in dem Spiel besser. So, jetzt kann ich das Schicken einsammeln. Was gibt's hier oben? Hier oben gibt es erstmal Stacheln. Oh, eine versteckte Truhe. Was haben wir hier? Balance Rune fürs Cape. Oh, und wir sind jetzt im Kreis gelaufen. Aber ist egal, gucken wir hier lang. Hier gibt's Schuriken, will ich nicht unbedingt. Und hier geht's hoch zum Maya-Gebiet. Will ich ins Maya-Gebiet? Nein, noch nicht. Aber wir wissen schon mal, wo es ist. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ne? So, den Zombie da ignorieren. Die Ruhe sieht genial aus, wie sie da oben steht. 2000 Gold haben wir schon mal. Das ist nicht die Welt. Ja, du warst ein böses Bild und du bist eine Truhe mit Gold. So. Du bist kein böses Bild, aber du bist ein Eismagier, der uns beschießt. Und du bist der Weg hinüber zum Wald. Und hier steht auch gleich schon eine Truhe für uns bereit. Ja, Pferdchen. Oh, Slime. Wow, das hat uns jetzt aber knapp verfehlt. Erstmal etwas Geld machen. Wow. Aua. Und ja, ich dachte mir schon, dass wir im Wald Schaden kriegen. Und nicht wenig Schaden, aber wir kriegen es wieder rein, was wir an Schaden verlieren. Größtenteils jedenfalls. So. Gucken wir erstmal nach oben. Hier ist nichts, außer ein paar Gegnern. Und das meiste im Wald können wir auch schon one-hitten. Außer dem Blaze noch, klar. Ich sagte, wir können dich one-hitten. Und Hähnchen im Baumstumpf. Das ist auch schön. Nein, erstmal gehe ich da links. Take no damage. Aua, das war falsch. Da habe ich nicht richtig aufgepasst. Dann gehen wir halt hier hoch. Ein paar Gegner.
Na? Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Truhen sind schön. Ein Truhe ist Geld. Hallo, Truhe mit Geld. Aua. Und Maya-Gebiet. Hier dürften wir eigentlich auch mittlerweile einigermaßen gut durchkommen. Ja, wir können die Gegner jedenfalls töten. Geht's da unten zurück in den Wald? Das will ich mal kurz gucken. Aua, Wagen mag ich nicht. Nein, geht's nicht. Wow, das war gut. Das hat gut geklappt. Mimik ausschalten und da unten ist noch so ein Shane. Heidi und eins von euch beiden ist eine Mimik. Ja, Mimik erkennt man wirklich gut daran, dass sie auf der Karte nicht als Ton gezeichnet werden. Oh, und Hühnchen. Ja, das wird wieder ein guter Run. Das spüre ich jetzt schon. Wir haben schon 5000 Gold. Wir haben das Schloss größtenteils. Oder haben wir das Schloss? Das Schloss haben wir geklärt. Bis auf den einen Weg darunter. Den können wir aber auch noch nachholen nachher. Wenn wir den Wald gesäubert haben. Oh, Bossraum. Den habe ich doch gern. Ihr habt Geld. Und noch mehr Geld. Mana und Leben. Wow. Die sehen böse aus, die Jungs. Wargenflochten. Toller Name hat übrigens. Da sie uns Schaden macht, finde ich übrigens nicht so gut. So. Ist da eine tolle Rune drin? Vampirrune für die Bracers. Ja, das ist schon eine tolle Rune. Na. Das hier ist wieder auch nicht so toll. Außer dass wir Hähnchen kriegen. Ja. So. Übertreibt's doch mit euren Feuerbällen. So. Wohin gehen wir als nächstes? Gehen wir wieder da in die Richtung. Mal sehen, ob wir da zurückkommen. Und ja, wow. Nachtmar. Wow. Das war ein böses Pferdchen. Aber es gibt uns Gold. Und da sind wir wieder dort. Dann gucken wir mal kurz hier unten nach. Unten rechts. So. Hier haben wir wieder eine Truhe. Oh, ein Zorlock. Aua. Du machst mit deinen großen Feuerbällchen aber auch nicht besonders viel mehr Schaden als andere. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Raum mit nichts. Den können wir getrost ignorieren. Ganz schön verwinkelt und verzweigt. Oben mal wieder ein Tagebucheintrag. Okay, wir haben aus Versehen, dadurch, dass wir beim letzten Mal die anderen freigeschalten haben, ja, alle anderen noch freigeschalten. Wir wissen ja eigentlich, dass er verrückt geworden ist und dass er nun sich für den ewigen Jungbrunnen hält. Und dass der König an allem schuld ist und bla bla bla. So, du noch weg. Aua. Hier ist nichts mehr so weit. Okay, dann müssen wir wieder nach da oben. Hier beide weg. Und mal wieder eine Truhe. Raum mit einer Truhe.
Dafür müssen wir aber erst die Haltguards ausschalten. Was ist hier? Hier geht's weiter. Haltguard. Oder nee, das sind Tallguards. Haltguards sind die großen Grünen oben. Macht Sinn, die sind grün, wie der Halt. Und ihr seid eigentlich recht harmlos. So. Dann gucken wir erstmal hier. Hier ist nur ein Gegner. Und ein paar Baumstümpfe. Take no damage. Okay, so viel zu Take no damage. Da hätte ich, glaube ich, mehr von den Schlag mich tot. Von den Dash-Runen gebraucht. Genau, sterbt einfach und gibt mehr HP. Dann geht's jetzt hier weiter. Wieder an einem Mistrauens vorbei. Ich bin die Namen nur noch so lustig. So, noch ein Mr. Bones. Mr. Knochen. Hier ist ein Tor am Ende, ja genau. Das ist schön. Tor am Ende ist immer gut. Ihr beide seid weniger gut, wenn ihr auf den Stacheln steht. Und noch ein Mr. Bones sogar. Und Gold, Gold. Und hallo Weihnachtsmann, kannst du dich auch ein bisschen Gold für mich abwerfen? So, jetzt müssen wir hier oben lang. Und damit haben wir den Wald abgeschlossen. Ups. Haben wir doch, oder? Ja, Tatsache. Also zurück zum nächsten Teleporter und dann teleportieren wir uns zum Maya-Eingang. Oh, das war jetzt knapp mit der Stahlkugel. Weg mit dir. Das war nicht so beabsichtigt. Oh, wir sind doch noch nicht ganz fertig, wie ich sehe. Da gibt es noch einen Raum. Hier gibt es noch einen Raum. Oh. Wow. Komm her. Euch habe ich, glaube ich, noch nie erledigt. So, was gibt ihr mir denn Schönes? Mehr Mana. Naja, haben wir das auch noch geschafft. Noch ein Erfolgserlebnis. Und gehen einfach dann mal hier runter. Hier sind wir nämlich wieder im Schloss. Und können kurz gucken, was ich links vergessen habe. So viel Zeit wird sein. Oh, ein Raum mit einer Truhe und ein paar stärkeren Gegnern, die ich anheben kann. Jedenfalls die Ritter konnte ich nicht one-hitten. Aua. Zombie. Der Zombie war unfair. So, aber jetzt bist du tot. Oh, und schön viel Geld drin. Das heißt, okay, noch hier im Wald haben wir mehr gefunden. Aber wir haben Hütchen und noch genug Leben. Das wird wieder ein langer Run dank der Barbaren. Oh, das Hütchen hatte ich ganz vergessen. Okay, ab ins Maya-Gebiet. Hallo. Ninjas. Und korrupte Lords. Und sowieso alles, was mich töten will. Aber auch Gold. Oh, die Liesel. Wow.
Viel zu viel Ultrates. Ah. Schieß, genau. Und weg. Gehen wir erstmal in die Richtung. Genau, hier gibt es nämlich nur eine Truhe. Erstmal ist die Halbgarde weg. So. Aua. Und das war's mit der Halbhälfte der Lebenspunkte. War weg. Die Halbgard muss noch weg. Aber da haben wir schon mal etwas Geld drin. Und wir sind bei 10.000 angekommen. Das war doch schon mal gut. So, hier weg. Aua. Das war unfair. Schieß genau während ich vor deiner Nase bin. Okay, Gegner nicht mehr One-Hit zu können, ist lästig. Und halt bei sowas. So, aber das kriege ich auf jeden Fall noch. Und Doomcrates können wir gar nicht One-Hitten. Okay, jetzt sind wir hier in den zentralen Raum. Gehen wir hier lang. Nein, erst auf der anderen Seite, weil ich glaube, da lang geht es weiter. Und wir haben nicht mehr besonders viel Leben. Aua. Mit dem Brand schießen ist unfair. Und 15 Leben haben ist auch nicht gut, merke ich gerade. So, jetzt sind es wieder 21 Leben und wir haben Silver Cape gefunden, neue Ausrüstung. Sehr schön. Was auch immer das Silver Cape macht. So, ich glaube Maya wird unser Verhängnis. Komm hoch. Kommst du hoch? Heikes feiger Knochenkopf. Aua. Nächster Treffer ist tot. Und wir sind tot. Aber das war ein sehr guter Run, wenn man sich die Gegner-Kills ansieht. Gut. Aber da würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Bis zur nächsten.